Was geht ab, Freunde und Supporte? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge House of Ashes. Freunde, was geht? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall für das Feedback auf die letzten Videos, allgemein bei dem Projekt bisher. Eric, schau mal hier. Mach gerne weiter so. Was macht denn Maschinengewehr hier? Es ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Aus der Zeit, als die Archäologen hier waren. Okay, die Archäologen bringen Maschinengewehr mit, oder? Sicher, sicher. Freunde, lasst, wie gesagt, gerne weiter ein bisschen Liebe für die Videos da. Einfach ein Like da lassen. Kommentar vielleicht auch als Unterstützung. Videobeschreibung abchecken. Falls ihr euch das Spiel selber gönnen wollt, ja, gerade bei solchen Spielen lohnt es sich auch, das mehrfach durchzuspielen vielleicht. Vielleicht haben die Piloten was gesagt. Macht das Game bei meinem Plan Einzelgaming. Na, ihr habt doch gerade was noch geleuchtet. Und wenn ihr Bock habt, Freunde, könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, auf welche Spiele ihr euch in Zukunft am meisten aktuell freut. Da war doch gerade noch was am Leuchten. Da, da. Wie komme ich aber da rüber? Ich komme hier nicht rüber. Das ist einfach eine unüberwindbare Mauer hier. Die Stufe für sie. Geht einfach nicht. Ah, hier. Okay. Oh, oh. Okay. Ein Dynamitbündel mit heimlich entfernten Zündern. Jemand hat die Ladung sabotiert, die von den Archäologen rund um den Tempel platziert wurden. Okay, muss ich das... Oh, Mist, warte mal, das Maschinengewehr habe ich ja nicht so explizit untersucht. Nicht, dass hier vielleicht auch noch so ein Hinweis ist, den ich jetzt übersehen habe. Hm. Ist hier was? Nee. Nee, leider nicht. An alle, hier spricht King. Kann mich jemand hören? Over. Okay. Aber wer war dann ihr Gegner? Das wissen wir immer noch nicht genau, was das für Viecher sind. Auf jeden Fall irgendwelche Viecher, die dich auseinandernehmen, sobald sie dich bekommen. Und ich hätte damit gar kein Problem, wenn sie dich auseinandernehmen. Fuck, das gäbe ein schönes Feuerwerk. Ja. Auf professionell hier angelegt, wa? Hier spricht King. An alle. Hört ihr mich? Over. Vielleicht hören sie dich, haben aber keinen Bock auf dich. Könnte auch sein, ne? So, da leuchtet noch was zum Untersuchen. Was meinst du, wie es den anderen geht? Die sind zäh. Alle ohne Ausnahme. Die schaffen das. Okay. 14. Oktober 46. Das kann ich verstehen. Liebe Randolph, dir geht es hoffentlich gut. Unsere Reise zur Ausgrabungsstätte verzögert sich. Wir haben in Soran einiges zurückgelassen, weil Pullman nur die Hälfte der benötigten Männer und Maultiere auftreiben konnte. Die Arbeiter weigerten sich, in die Berge zu gehen. Sie sind abergläubig und haben Angst vor Dämonen. Sie lehnten sogar 2 Dinar extra pro Kopf ab. Wir haben auch den 2. Generator und das Ersatzfunkgerät zurückgelassen. Wir sollten bis zum 18. bei dir sein. Hochachtungsvoll. Elaine Jornier? Ach, keine Ahnung. Hm. Langsam glaube ich, dass selbst die Iraker nichts von all dem wissen. Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, was ist das hier zum Beispiel, Gerät? Das Gerät hier, was kann man da machen, ey? Weißt du, wenn du das, ich meine jetzt untersuchen. Wenn wir das jetzt hier untersuchen, angucken. Wir müssen die Lampen schnell in Gang bringen. Gar nichts passiert. Ich sehe nichts. Man weiß halt auch immer, manchmal bin ich mir immer so unsicher, ob ich, habe ich jetzt den Hinweis getriggert oder gibt es hier einfach keinen? Oder habe ich ihn verpasst? Vielleicht wäre es schlauer gewesen, da hinten rauszuklettern. Wenn vor uns schon jemand hier war, gibt es sicher einen anderen Weg raus. Sie wollten wirklich ihre Flanke schützen. Wo glaubst du, führt der Durchgang hin? Geh doch mal hin. Geh doch mal gucken. Mädel. Okay. Ah, das kann man bestimmt auch untersuchen, oder? Was ist das hier vorne? Ne, auch nur ein Korb. So, checken wir das hier auch nochmal. Ein bisschen umgucken, ne? Ein paar Hinweise sammeln. Damit man genau weiß, wie man sie umbringen kann. Okay. Ja. Das zum Beispiel. Achso, das packt sie sich einmal hier. Dachte schon. Ich nehme das, danke.
verstehe nicht, wie ich mich so irren konnte. Der Fluch von Akkad von Aline Jinjimjongjong. Gelehrte betrachten den Fluch von Akkad als Fiktion. Eine Lehrgeschichte, die die Sumerer, dazu brachte, Hungersnot, Schicksal und die Launen der Götter zu ertragen. Die Entdeckung dieses großen Tempel... Ey, was soll denn das? Hallo, ich war gerade so richtig schön am Vorlesen, Mensch. Also die Leute sind richtig begeistert. Die Entdeckung dieses großen Tempels deutet jedoch auf eine neue Wahrheit dahinter. In der ursprünglichen Geschichte wendete sich der Gott Enlil gegen König Naram-Sin von Akkad. Zuerst ist der König fromm und reumütig und bittet um Antworten, aber nach 7 Jahren der Stille seitens der Götter beschließt Naram-Sin, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Er stellte eine Armee auf und marschierte in die Stadt Nippur ein, um Enlils Tempel zu plündern. Diese Gotteslästerung ist so ungeheuerlich, dass Enlil, der tosende Sturm, die Götter gegen Naram-Sin wendet und die Guter entsendet, um Akkad dem Erdboden gleich zu machen, Bauernhöfe zu zerstören und die Menschen mit Hungersnot zu peinigen. Das da hinten haben wir schon untersucht. Sowas Großes so lange unentdeckt bleibt. Das haben wir noch nicht untersucht. Checken wir das auch mal ab eben kurz. Eric, hilf mir mal mit den Kanistern. Endlich haben wir auch mal Glück. Ha. Wie er sich abfeiert, Alter, dafür. Okay, alles klar. Wie geht's deinem Bein? Bein? Oh, du meinst die Prothese. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Willst du echt schon wieder auf dieser Sache rumreiten? Es ist passiert und es war scheiße. Aber jetzt kann man nichts mehr dagegen tun. Lass es hinter dir. Das hab ich. Aber du warst hinterm Steuer, weißt du noch? Hör endlich auf, Eric. Shit. Leuchte mal den Tank an. Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Hast du's? Ich hab's. Was du am Stützpunkt meintest, du irrst dich. Ich irre mich selten. Du meintest, nichts hätte sich geändert. Ich habe mich geändert. Wir waren getrennt, aber ich musste trotzdem ständig an dich denken. Geht es dir nicht auch so? Ein bisschen? Wie ich schon sagte, der Unfall war der Todesstoß für unsere Beziehung. So ist es halt. Ich sehe das wirklich nicht so. Dann sind wir eben anderer Meinung. Halt den Schlauch. Geschafft. Hilf mir mal mit der Platte. Die sehen echt schlimm aus. Oh, kaputt. Geht das vielleicht auch mit weniger Aggression? Ich arbeite. Warum haben wir nicht gekämpft? Hab ich. Aber du hast es mir echt schwer gemacht. Wir hätten kämpfen sollen. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalos beschäftigt.
Was anderes gab's nicht. Klingt mehr nach Ausrede als nach einer Entschuldigung. Weder noch, nur ein Fakt. Blödsinn. Du wusstest nicht, ob Kelos hier funktionieren würde. Rach. Na komm, spuck's aus. Du fehlst mir, Rach. Ob du es glaubst oder nicht. Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt überhaupt nicht mehr. Das war mal, Eric. Wir müssen das hinter uns lassen und nach vorn blicken. Andernfalls drehen wir uns nur im Kreis, Eric. Ich freue mich auf die Zukunft. Wir haben Strom. Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um. Okay, okay. Die Frage ist ja immer noch, tragen die allgemein kein Licht oder muss es Tageslicht sein? Das habe ich noch nicht ganz gecheckt, aber wenn wir die ganzen Lichter aufgebaut haben, wahrscheinlich allgemein mögen kein Licht. Wahrscheinlich, oder? Durchballern, Alter, und Granaten in die Fresse schießen. Das sieht wirklich aus wie so ein Vampir, wa? Mensch, Mervin, jetzt mach mal jetzt nicht so, okay? Wie der auf verletzt tut. Nein, Spaß, Spaß, Spaß. Scheiße, Mann. Wir müssen da durch. Das schafft er nicht. Der andere Weg ist sicherer. Ja, komm. Hier lang. Oh nee, ey. Pragmatisch, ja, ja. Oh nein. Ruhig, ruhig. Die beiden wollen wir, oder die drei wollen wir ja nicht umbringen. Aber sie, Rachel, die steht ganz oben auf der Liste. Ihr merkt auch, ihr habt ja gemerkt, ich spiele die auf jeden Fall weiter so als Bitch. Das hat sie jetzt schon selber gemacht, also spiele ich sie genauso weiter. Passt zu der alten. Ah! Oh shit! Oh, was? Ach du Scheiße! Er ist weg! Voll erwischt! Okay. Okay, weil ich verkackt war. Oh, scheiße, scheiße. Alter, wie das aussah, der hat ihn richtig so Würfel geformt und da einfach durchgezogen. Mervin, ey. Ich werde mich um deine Mutter kümmern, kein Problem, Mervin. Das hätte ihm gefallen, ja. Komm, 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 komm! Oh. Ich das hier hasse. Okay, okay, plötzlicher Cut. Alter, was lädt denn das so lang? Okay. Okay, kurze Action-Einlage zwischen drin. Ja, nice, nice. Gehen wir. Rest in Peace, Mervin, Alter, auch gehabt. Er wurde richtig zum Würfel geformt, Alter. Quadratisch praktisch gut, ey. Hab das gesehen. Das ist scheiße. Das hier ist generell kein guter Standort, aber man kann sich sicher einigermaßen verteidigen. So, hier war noch was. Ja. Wir kennen ihre Arbeitsbedingungen nicht. Hier war noch was, bevor die den Dings da den Generator ans Laufen gemacht haben. Langsam wird mir hier echt mulmig zumute. Nochmal, nochmal, man muss es gedrückt halten. Da check ich manchmal. Das Tagebuch von Randolph Hockson. Randolph! Oh. Okay.
Okay. Was ist denen zugestoßen? Tod. Tod. Der Tod. Alter Schwede. Aber ey, die Vision mit, hier Mervyn haben wir ja schon gesehen, ne? Also, heftig. Sind wir mal ehrlich, das hätte er wahrscheinlich nicht überlebt, oder? Wir haben das Richtige getan. Einfach alles gut reden wieder. Ja, ey, scheiße. Ich habe einmal zu schnell gedrückt. Einmal zu schnell gedrückt. Ich hätte jetzt aber auch nicht damit gerechnet, dass du einmal failst und sofort ist alles vorbei. Normalerweise, also was heißt normalerweise, aber ab und zu war das ja so, dass du einmal failst und dann kommen sie näher und dann wird es richtig bedrohlich und beim nächsten Mal bist du aber wirklich dran. Aber hier war das halt... Jemand wollte von der anderen Seite eindringen. Naja, kann passieren. Aber bisher nicht schlecht, das Game, nicht schlecht. Nicht der Überknaller so, aber auf jeden Fall deutlich besser schon als Man of Medan. Kann man jetzt schon mal sagen, Man of Medan ist einfach der letzte Schrott dagegen. Aber Man of Medan ist gegen jedem Spiel gegenüber der letzte Schrott. Aber hier bisher nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Na? Kann man auf jeden Fall mal zocken. Immer noch weit entfernt von Until Dawn für mich persönlich, aber... Ja, trotzdem überraschend gut. Also, für das, was ich erwartet habe mittlerweile von der Dark Pictures Anthologie, ist es nicht schlecht, ja. Kann man auf jeden Fall mal zocken. Aber warum nur? Sieh dich mal um. Das ergibt null Sinn. Naja, wie, warum nur? Wenn hier ein Fluch ist, von dem du gerade gelesen hast. Wir haben ja darüber gelesen, sie hat ja darüber gelesen. Und hier vielleicht wirklich scheiße ist, vielleicht einfach die Scheiße komplett sprengen, weißt du, damit alles vorbei ist. Ich sehe schon, dass ich da hin muss, aber... Kurz mal hier oben checken, ob hier noch was ist. Hier ist der Thron auf jeden Fall. Also, kann man es verstehen, dass die Monster durch den Fluch der Götter gekommen sind, oder wie, oder was? Oder sind die Viecher vielleicht diejenigen, die, auch Gotteslästerung betrieben haben? Wisst ihr, was ich meine? Dass sie irgendwie verwandelt wurden und dann ihre eigenen Leute abmuxen sollen. Finde ich jetzt das Ultra-Geheimnis hier hinten? Oder wäre hier sowieso der richtige Weg? Oh, oh, oh. Da geht es um Echo-Ortung. Oh ja, nice. Haben die Fledermäuse erforscht? Autopsie-Erkenntnisse. Blind, Jagd mit Echo-Ortung. Unleserlich, überempfindlich. Boah, was kann das sein? Licht wahrscheinlich. Ich würde sagen Licht. Ich würde Licht schätzen jetzt. Haut äußerst widerstandsfähig gegen Fremdeinwirkung. Ungeschickter Flieger. Evolution. Fledermaus vielleicht. Unleserlich Speichel. Schlafend. Unleserlich Speichel. Vielleicht entzündend. So, oder es wirkt wie ätzender Speichel. Was kann das sein? Alles Mögliche kann das sein. Okay, ich habe gar nichts erkannt. Gar nichts. Ultraviolett. Ah, ja, ja, klar, natürlich. UV-Licht. Okay. Aber? Nicht schlecht. Ach du Scheiße, Mann. Okay. Gehen wir mal zurück. Ich glaube, dass, wäre ich da jetzt nicht hingegangen, hätte man das auf jeden Fall übersehen, wahrscheinlich. Hier ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Wahrscheinlich gehen wir dann so einen Seitenweg raus oder so. Ja, Mervyn, ey. Irgendwie tut's mir leid, aber irgendwie auch nicht. Weiß nicht. Aber Mervyn war immer für einen Spaß zu haben, ey. Der Einzige. Gut, gut, gut. Eric, sieh dir das an. Funktioniert das noch? Probieren wir es doch mal aus. Was für ein Bandsalat. Geht schon, das kriege ich hin.
Seit wann trägst du deinen Ring nicht? Seit wann trägst du ihn nicht mehr? Ich trage ihn. Ich trage ihn am Herzen. Seit ich dich verlassen habe. Es war vorbei, Eric. Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Aber du hast wohl recht. Vielleicht ist es zu spät. Du musst loslassen. Ich hab einen anderen. Ja. Wenigstens spiele ich sie ehrlich. Das hätte sie von allein wahrscheinlich nicht getan, so wie wir sie kennengelernt haben. Ist eh schon längst überfällig eigentlich. War klar. Ja, natürlich bei der, Alter, was erwartest du? Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln, für die Menschheit. Marie, es tut mir leid. Hallo? Scheiße. Was ist hier los? Ich weiß nicht. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. An alle, hier spricht King! Bitte melden, bitte melden! Unter Beschuss kann mich jemand hören! Over! Das ist Rachel! King, hier ist Mailman 2-1 Actual. Wiederholen, over! King, hier ist Mailman 2-1 Actual. Hören Sie mich, over! Fuck! Kann ja auch nichts einfach sein. Du machst Witze, das sieht uralt aus. Das oder nichts. Siehst du ihn? Ja, er kommt. Los. Der gute alte Steintrick, wa? Funktioniert immer. Oh, soll ich sie fallen lassen? Wenn es geht. Rachel. Ich glaube, das ist die Stelle. Hab dich, Rachel. Hab dich. Leute, ich höre hier auf. Ich höre hier auf. Stimmt in den Kommentaren ab. Soll ich sie töten lassen oder nicht? Okay? Ihr könnt es auch gerne wie bei den Römern machen. Daumen als Smiley oder als Kommentar. Daumen nach oben oder Daumen runter.
Ja, als Smiley, nicht auf das Video, bitte. Also, es sei denn, euch gefällt es nicht, dann könnt ihr auch gerne disliken, mir egal. Aber wenn es euch gefällt, dann gerne auch ein Like da lassen. Wir machen es einfach so. Wir machen es einfach so, okay? Ich warte einfach auf eure Antworten und dann werden wir mal gucken. Es sei denn, also ich sag mal so, ich bin für tot. Tot, tot, tot! Wir wollen Blut sehen! Blut! Gut, haut rein.